Ja, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Silent Assassin. Wir haben immer noch den Auftrag, den Paten umzubringen. Und ich habe mir mal überlegt, wie ich jetzt reinkomme. Und da ist eine Wache. Ich glaube, die kommt jetzt da gleich raus. Jawohl, da kommt sie raus. Der pinkelt dahin. Der pinkelt da auch hin. Pick up. Ach, Kuba, glaube ich, Heiden, genau. Track. So, wir versuchen jetzt da oben zu verstecken. Na, komm. Ja, es gibt in dem Spiel leider Asynchronität. Müsst damit leben. Müsste einfach hinnehmen. Ich versuche das immer zu korrigieren, indem ich zwischendurch ein paar Schnitte mache. Ja. Aber ich weiß eben nicht, woher diese Asynchronität kommt. So, den verstecken wir hier oben. Ab. Ab. Hopp, 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 hopp. Yes. Yes. So. So. Jetzt sind wir cool. Disguise. Unter meine Täuschung oder Verkleidung. Ja. So, dann gehen wir mal hier durch. Ach Quatsch, hier ist ja die Karte. So, dann schauen wir uns hier um. Hier ist ein wichtiger Raum. Was ist hier drin? This door is locked. Irgendwas ist in dem Raum drin. Quatsch. Nee. Schade, ich dachte eigentlich. Ach, kann ich den Typen hier vielleicht dran überwältigen? Moment, kommt der überhaupt nochmal? Der geht da hinten rein. Wir müssen erstmal herausfinden, was hier hinter dieser Tür ist. Weil das ist wichtig und dann werde ich das auch sehen. So, da ist der Koch. Was heißt denn Legende? Gucken wir mal nach. Was heißt denn dieser blaue? Innocent. Unschuldiger. Ah, da sind Waffen drin versteckt. So könnte ich meine Waffen reinschmuggeln. Ah, ich verstehe. Zack, 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 zack. Wo geht's denn zum Paten rauf? Da liegt eine Waffe auf dem Tisch. Oh, 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 oh. Nein. The Don has been alarmed. Ich frag mich, wieso ich mich jetzt aufgefallen bin. Muss man etwa unterscheiden nach Wachen, die drin und draußen sind?
Ja, schneide ich mal irgendwer raus. So, ich habe jetzt hier die Wache hier betäubt. Mal gucken, ob ich es so jetzt besser hinkriege. So, das Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Von da oben nehmen wir jetzt den Paten ins Visier. Na. Moment, ich speichere mal eben ab. Kannst du jetzt speichern? Mann. Hilft der Elfter. Hoppa. So, der Don ist tot. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher. So. So, wir dürfen uns von... Hold it right there. Ach, irgendwas verdammt. Mal gucken, ob die mich jetzt, ob die mich da anhauen. Yep, die haben mich offenbar von da unten gesehen. So, und jetzt? Nein, wieder. Wir deponieren einfach mal das Gewehr hier oben. Mal gucken, was dann passiert. Oder liegt es daran, dass der Typ wach geworden ist, weil ich den betäubt habe? Mal schauen. Jetzt dürfte eigentlich streng genommen nichts passieren. Na doch, da passiert aber was. Gut, dann muss ich jetzt nochmal neu machen. Bis gleich. So, dann zeige ich euch mal den Einsatz der Klavierseite. Dafür muss man an den Typen schleichend dran gehen. Sieht man, es sieht auch keinen Schatten oder so. Nein, Quatsch.
So, das schneide ich wieder aus. So, jetzt kommt wieder der Test mal. Hold it right there. Ich glaube, man soll warten. Warte mal gucken, was passiert. Ich habe wieder nicht gespeichert. Ja, oh, oh. Mann! So, ich lasse das Ding einfach mal hier liegen.